Das. Oh. Ja, wie wär's, wenn ich erstmal Kupferkabel draus mache? Und dann das Ganze aufbaue. Dann bekomme ich nämlich auch meine RE-Batterien raus. So, jetzt brauche ich noch Holz. Ein bisschen mehr bräuchte ich schon. Denn ich muss das ja hier unten und soweit ich weiß, so. Ah ja, Bedbox. Oh, brauchte ich gar nicht mal viel. Passiert. So. Jetzt habe ich sogar eine Bedbox. So, die Bedbox kommt hier dran und speichert die Energie. Ich hoffe, ich stelle die mit dem Output richtig hin. So. Ja, das war der. Keine Ahnung. So, wenn ich jetzt hier beginne, Wasser auszukippen. Stored. Output 2 EU. Ich habe es genau falsch rumgebaut. Das bedeutet, ich brauche eine Wrench. Engineers-Wrench. Ich brauche eine ganz normale Wrench. Wo? Da, genau. Nethercrats? Iron Ingot? Stone Gear? Da. Bronze. Gut. Bronze. Habe ich auch noch genug von. Und da habe ich auch meine Wrench. Jetzt kommen wir weg. Habe ich noch irgendwas, was weg muss? Das kann weg. Und das was? Ich hoffe jetzt. Ja, die Töne sind jetzt nicht die ganze Zeit vorhanden. Hä? Da ist die Wrench. So, die Wrench macht das. Und schon bekomme ich 2 EU. Nein! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Egal. So, die gibt mir 0. Die gibt mir 2. Oh. Und die gibt schon mal ein bisschen was. So, jetzt muss ich die nur noch schön mit Wasser befüllen hier, damit das Ganze auch lukrativ ist. So. Es dauert aber noch immer ziemlich lange. Also so sehr viele EUs per Tick werde ich damit wahrscheinlich nicht machen. Hallo? Ich habe einen falschen. Ah, jetzt laufen die auch mit dem richtigen Output. Gut. Da drunter, stimmt, da drunter, das Ding kann ich auch wegmachen. So. Wozu hole ich mir den eigentlich? Egal, hier kommt jetzt noch Glas hin. Und dann wird das hochgebaut. Dann brauche ich da zwischendurch auch Blackbox oder Badboxes. So. Jetzt, ich möchte mir. Ja, es ist jetzt natürlich ein Problem. Wie verlege ich das Ganze? Ich baue die Teile einfach hier oben hin. Dann habe ich hier Platz für irgendwas anderes. Zum Beispiel hier für meinen Recycler oder irgendwas anderes. Scrap-Teiler. So, ich baue die hier oben hin.
Hab die dann alle schön in einer Reihe. Das müsste auch reichen, wenn ich da genügend Bedboxes hintereinander schalte oder übereinander schalte oder parallel schalte. So. Ja, dann kann ich ja schon mal anfangen mit den Electric Furnace. Da. Iron Furnace, Electronic Circuits, Redstone, Electronic Circuits, Kappa Cable. Mein alter Feind ist wieder da. Ich hasse diese Teile. Iron Plates, Kappa Cable. Reactor Sensor. Okay. Gut, Kappa Cable macht man. Ja, das weiß ich, aber wie macht man das? Ja, Kappa Plate. Gut, ich brauche also zwei Kappa Plates. Iron Plates. Eine Iron Plate. Gut, zwei Kappa, ein Iron. Das kann ich mir ja schon mal besorgen. Komm, sortieren. Kappa. Eins, zwei. Iron. Eins. So, Rubber. Habe ich mal wieder zu wenig. Mache ich erstmal die Kappa-Teile. Kappa-Plates. Zack. So. Vier. Oh. Da bekomme ich nur zwei raus. Das ist ja natürlich... Naja. Ich habe noch 5 Minuten. Da kann man so ein bisschen experimentieren. So. Das ist auch das, was ich haben möchte. So, jetzt habe ich 6. Super. Habe ich nur zu wenig Rubber. Und da ist nichts mehr drin. Eine Iron Plate brauche ich noch. So, dann brauche ich noch Redstone und den Iron Furnace. Ja, den habe ich ja hier. Gut, jetzt ist es Nacht geworden. Schön zu wissen. Ja, nach dem Teil baue ich mir am besten ein Extractor, genau. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit meine Bäume so zu strapazieren, sondern kann das auch etwas ruhiger machen. So, das Ding hat nichts. Das Ding hat auch nichts. Das Ding hat was. Schön, 4 Stück müssten reichen. Hoffe ich mal. Sonst ist das wieder etwas doof. So, rein mit euch. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Was fehlt noch? Electric Furnace. Genau. Wir brauchen Redstone. Und das war's eigentlich. Ach, wir brauchen noch ein paar mehr Kappa-Cables, denn wie wollen wir das Ganze verbinden? So, und die machen alle 5 machen die 1 EU-Verlust. Also 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Was passiert, wenn ich das ganze Wrench? Nein. Ach, ich möchte die Wrench haben. So, 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich Zinnkabel noch? Ja, ich habe Zinnkabel. Zinnkabel machen keinen Verlust. Zumindest nur alle 40 Teile oder so.
So. Dann baue ich... Ich hoffe, die machen keinen Verlust. Sonst wäre das jetzt etwas doof. Denn die Packet... Ach ja, stimmt. Erstmal aufbohren. Und... ein bisschen hier rummachen. Ach, das passt. Ach, das passt. Ja. Ja, es müsste passen. So, dann hier schön das Ding hinsetzen. Ja, dann kann ich hier auch nämlich Water Meals noch da drüber setzen. Das sind 1, 2, 3, 4. Es darf eigentlich gar keinen Verlust machen. Dann baue ich hier die Kappa Cable, die ich ja noch nicht isoliert habe. So. Ah, hier, stimmt. 7. Reicht. Für 6 Teile. So. Iron Plate. Redstone. Copper Cable. Ja, ich höre jetzt auf. Tut mir, obwohl. Komm. Das kriegen wir auch noch hin. So. Du kommst mit mir und du kommst jetzt da rein. Und damit Power 3, EU per Tick. Gut. Damit würde ich sagen, hören wir auf für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.